Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Roland Holze und in diesem Tutorial geht es darum, was passiert bei einem Interrupt in einem 8051 Mikrocontroller. Angenommen, wir haben dieses Programm. Wir haben also den Akku, in den wir 1 reinmoven und dann in einer Schleife rotieren wir den Akku und geben ihn immer wieder an Port 0 aus und springen dann wieder hier hoch und machen das weiter. Das gibt also ein kleines Lauflicht. Wenn wir jetzt gucken, wo das im ROM liegt, dann legen wir mal den Anfang hier auf 40 Hex. Der braucht 2 Byte, das ist der nächste Befehl bei 42 Hex. Rotate Left R braucht 1 Byte. Der nächste Befehl fängt also bei 43 Hex an und Move, direkte Adresse, Akku braucht 2 Byte. Das heißt, das Jump ist bei 45 Hex im ROM. Nachdem wir bei 45 Hex sind, springen wir wieder an das Label LP mit dem Sprungbefehl und machen bei 42 weiter. Das heißt, wir können statt dem Label LP auch einfach eine 42 hier hineinschreiben, zu der wir dann immer wieder springen. So steht es dann auch im ROM. Der Ablauf des Programms ist dann so, der Program Counter kommt irgendwann bei 40 Hex an, führt dann dieses Move A, Hashtag 1 aus, also er speichert die Konstante 1 im Akku. Wenn er diesen Befehl eingelesen und verarbeitet hat, springt der Programmcounter weiter auf 42 Hex, rotiert den Akku, springt dann auf 43 weiter und gibt den Akku an Port 0 aus, springt dann weiter, liest dann den Befehl Jump ein, Jump 42 Hex, dekodiert ihn und setzt den Programmcounter auf 42. Jetzt will er gerade diesen Rotate Left Befehl abarbeiten, aber es kommt zu einem Interrupt, also ein Unterbrechungssignal taucht im Mikrocontroller auf, entweder durch einen Timer oder einen externen Interrupt. Und was passiert jetzt? Na, erstmal gar nichts. Dieses Interrupt-Signal wird zur Seite geschoben und dieser Rotate Left R Befehl, den wir schon begonnen haben, verarbeiten wir zu Ende. Das heißt, der Program Counter steht jetzt auf Adresse 43. Nachdem das Interrupt-Signal aber noch da ist, arbeiten wir jetzt nicht den Befehl MovePort 0A ab. Den machen wir nicht. Der Program Counter steht darauf, das Interrupt-Signal bringt uns jetzt aber dazu, den Interrupt, die Unterbrechung, abzuarbeiten. Das heißt, dieses Programm ist erstmal irrelevant. Wir merken uns aber auf dem Stack diese 43 des Program Counters, das sind ja 16 Bit, darum 0043 Hex, um uns zu merken, wo wir denn vorher waren. Diese 43 ersetzen wir jetzt je nach Interrupt-Quelle durch die passende Interrupt-Service-Routinen-Adresse. In unserem Fall nehmen wir an, es war ein externer Interrupt. Aus dieser 43 im PC wird jetzt also eine 03-Hex. Und das heißt, wir gehen im Programmcode ziemlich weit nach oben. Dort treffen wir auf den Code der ISR. Um den mal einfach zu halten, sagen wir, wir erhöhen nur Port 0 und machen ein Reti. Was jetzt passiert, ist wieder das gleiche wie vorher, nur dass wir im Interrupt-Modus sind. Das heißt, wir sind in diesem Unterbrechungsmodus. Wir erhöhen also Port 0 um 1 und dieser Befehl hat 2 Byte. Dann ist der Program-Counter jetzt 5 und trifft auf ein Reti. Reti heißt Return from Interrupt. Das I hinten führt erstmal dazu, dass der Interrupt-Modus deaktiviert wird. Also dieses Interrupt-Signal ist jetzt weg. Und das Ret von Reti führt dazu, dass wir aus dem Stack die 43 holen und in den Program-Counter packen. Das heißt, im Program-Counter steht jetzt die 43. Das heißt, wir gehen wieder weit runter in unser Hauptprogramm. Da, wo wir vorher waren, holen diesen Befehl, der dort steht, nämlich Move P0,A und arbeiten das weiter ab. Nochmal in der Zusammenfassung den Befehl fertig abarbeiten, dann den Program Counter auf den Stack sichern, dass wir nachher wieder die richtige Stelle zum Weitermachen finden, der Sprung in die Interrupt Service Routine und mit Reti wird der Interrupt Modus beendet und ins Hauptprogramm zurückgesprungen. Der Interrupt-Modus ist deswegen noch interessant, weil ein Interrupt nur von einem Interrupt höherer Priorität unterbrochen werden kann. Also wenn meine ISR sehr lang dauert und ich hämmer jetzt ständig
auf den Taster an Port 3.2, um noch mehr externe Interrupts auszulösen, dann unterbricht mich dieser Interrupt nicht. Also wenn ich in der Unterbrechung bin, werde ich nicht unterbrochen. Das ist einfach wichtig. Das ist alles, was passiert, wenn ein Interrupt ausgelöst wird. Interrupt-Quellen sind, wie gesagt, der externe Interrupt 0 und 1 und natürlich die Überläufe der Timer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, das hat geholfen.